Die Themen heute. Grundschule auch am Nachmittag. Wie könnte das in Zukunft aussehen? Und Auszeit vom Schulunterricht. Weiterbildung für Lehrer in der Wirtschaft. Vor 10 Jahren startete ein Investitionsprogramm der Bundesregierung für Bildung und Betreuung. Im Fokus war dabei auch der Aufbau von Ganztagsangeboten an Schulen. In München zieht jetzt der Aktionsrat Bildung eine Zwischenbilanz. Sein Gutachten über Grundschulen in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, nur 1,8% der Einrichtungen gelingt es, ihre Schüler umfassend zu fördern. Daher fordert Professor Wilfried Boos, Direktor des Instituts für Schulentwicklungsforschung, einen flächendeckenden Ausbau von sogenannten rhythmisierten Ganztagsgrundschulen. Da sind die Lehrer und Lehrerinnen den ganzen Tag da, da ist weiteres zusätzliches Personal. Ein Teil von dem ist auch den ganzen Tag da und weiteres pädagogisches Personal ist ein paar Stunden da. Dann hat man eine charmante Mischung zwischen Unterricht und zwischen Freizeitangeboten, zwischen ganz Interessanten, die da stattfinden. Und man hat auch noch die Möglichkeit, für Binnendifferenzierung von Klassen, für die Guten was zu tun, für die Schwächeren was zu tun. Noch immer gibt es in Deutschland viele Kinder, die eine Klasse wiederholen müssen, schlecht lesen und rechnen können. Das Gutachten empfiehlt daher ein Lernmodell für Schulen, das individuell fördert, Abwechslung bietet und auch kulturelle und soziale Erlebnisse ermöglicht. Doch dafür müssten aber auch in Bayern mehr Ganztagsschulen entstehen. In der Landeshauptstadt wird von einem Bedarf, den die Stadt selber identifiziert hat, von etwa 80% ausgegangen. Wir sagen auf der anderen Seite, das muss mit der ganzen Palette an Betreuungs- bzw. ganztagsschulischen Formen, die zur Verfügung stehen, auch beantwortet werden. Wir haben da noch Nachholbedarf. Wir sind an zweitletzter Stelle in Deutschland und müssen uns hier jetzt doch anstrengen, damit wir die Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Deutlich wird beim Podiumsgespräch zum Gutachten, dass auch die Weiterbildung von Lehrern ein zentrales Thema ist. Denn Erfahrung mit rhythmisierten Ganztagsschulen haben nicht allzu viele Pädagogen. Daher sollte laut Professor Boos die Kultusministerkonferenz einen verbindlichen Handlungsplan vorlegen und das Lernmodell in 5 bis 10 Jahren an so vielen Grundschulen wie möglich umsetzen. Diesen Vortrag von Lisa Steidle unterbricht kein Schulgong. Denn die Lehrerin aus Kempten ist jetzt 1 Jahr lang in der Wirtschaft tätig. Bei Siemens in München sammelt sie viele neue berufliche Erfahrungen und Ideen, die sie später im Schulunterricht einbringen will. Dass Siemens Placement sich ja mit Bewerbungsprozessen beschäftigt, habe ich dort unglaublich viel neues Wissen hinzugewonnen. Und Bewerbung ist ja auch an der Schule ein wichtiges Thema. Und dadurch, dass ich jetzt eigene Erfahrungen sammeln konnte zu diesem Thema, kann ich ja diesen Aspekt im Unterricht viel glaubwürdiger und überzeugender vertreten. Eine solche Auszeit vom Schulalltag ermöglicht das bayernweite Projekt Lehrer in der Wirtschaft. Wenn die Schulleitung mitmacht, dann können Lehrkräfte 1 Jahr lang die Berufswelt von Unternehmen kennenlernen. Das fördert den Dialog zur Wirtschaft, die Vernetzung und das gegenseitige Verständnis. Wir nutzen natürlich auch ihre hohe pädagogische Kompetenz und ihre Konzeptstärke. Wir überarbeiten gerade die Basisworkshops, die wir unseren Kandidaten in der Transfergesellschaft anbieten. Und die Frau Steidle ist sehr eingebunden in das Thema Überarbeitung der Workshops, aber auch in der Umsetzung. Wer als Lehrer bei Siemens arbeitet, übernimmt von Anfang an ein eigenes Aufgabengebiet. Darüber freut sich Gymnasiallehrerin Steidle, denn sie will so viel wie möglich über wirtschaftliche Themen erfahren. In der Schule allerdings unterrichtet sie Deutsch, Englisch und Ethik. Gerade in der Ethik gibt es ja den Bereich Wirtschaftsethik, von daher kann ich das da sehr gut einbringen. Manche sagen ja zwar etwas ironisch, Wirtschaft und Ethik gingen nicht zusammen, aber gerade da ist es ja dann sehr hilfreich, wenn man eigene persönliche Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hat. In Unternehmen tätig waren die ersten Lehrer im Jahre 2001, als der Startschuss für das Projekt fiel. Seitdem tauschten bereits 95 Pädagogen das Klassenzimmer gegen einen Arbeitsplatz in der Wirtschaft.